Leute, das ist offiziell. Ich habe auf jeden Fall gar keinen von den beiden genommen. Und die zwei kommen einfach zusammen. Freunde, ich weiß leider nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich bin verwirrt. Lieber Daniel, lieber Yunis und liebe Maria. Macht meinen Kopf bitte nicht kaputt. Bitte, macht meinen Kopf nicht kaputt. Zuerst war Daniel und Mariam zusammen. Danach Yunis und Mariam. Und jetzt Daniel und Yunis? Oder bin ich komplett an der falschen Bahn? Irgendwas passt da nicht. Ich verstehe das System nicht, Freunde. Ich verstehe die Geschichte nicht. Es sind alle gut miteinander, aber irgendwie auch alle getrennt miteinander. Ich möchte in diesem Video nicht durchdrehen. Ich möchte in diesem Video nicht verrückt werden. Ich will auch nicht mehr wissen. Ich werde euch nur kurz einige Storys zeigen, die mich verwirrt haben. Ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie sind wieder alle zusammen, obwohl alle gegeneinander waren. Es fängt, glaube ich, alles wieder von neu an. Freunde, nehmt dieses Video nicht böse. Ich habe das jetzt gesehen. Eine gute Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es wieder etwas Neues gibt. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben. Guckt euch die Storys an, Freunde. Vergesst das Video nicht zu liken. Abonniert mich, Freunde, bevor ich verrückt werde. Und danke für alles. Bis out. Und von euch schon kommentiert hatten, nicht Mariam, Daniel, nicht Yunis, Mariam, sondern Yunis und Daniel. Tut uns leid, Leute. So ist das halt. Es kann sich auch alles einfach drehen. So, versteht ihr, was ich meine? Genau. Und das ist alles nur dank Gala, Dion, Saman und Hajar. Guckt einfach. Die meisten sind jetzt schockiert, es tut mir auch sehr leid dafür und ich hoffe, ihr habt Verständnis und an die Leute, die Verständnis haben, Dankeschön an euch. Auf jeden Fall, in ein paar Tagen wird noch mal ein Statement kommen, was jetzt wirklich Sache ist, aber wir haben uns geschworen, dass wir uns wirklich nicht streiten werden mehr, wir werden nichts mehr gegeneinander schießen und wir werden alle, wenn es zu diesem Punkt gekommen ist, uns im Guten, so, wir werden uns voll verstehen, aber wir werden den anderen so im Guten in Ruhe lassen. Das bedeutet, wir werden trotzdem Kontakt haben, aber wir werden nicht mehr aufeinander rumhaben. Deswegen, ich würde sagen, Dankeschön an alle, voilà, Jonas, glaube ich, auch. Ja, sich genauso, Freunde. Und genauso, ne? Ja, genau. Leute, danke für die 100k. Alles Gute, dass ihr bei Daniel die 100k. Leute, das ist offiziell. Ich habe auf jeden Fall gar keinen von den beiden genommen. Und die zwei kommen einfach zusammen.